muss die Erfahrung selber mal gemacht haben, sag ich mal. Man muss ja nicht unbedingt einen Computer besitzen und weil das Quatsch, weil viele haben auch eine Konsole, PlayStation 4, Xbox 360, eine Xbox One. Und die haben sich auch so eine Capture-Card angeknallt und machen auch ihre Live-Übertragung ins Netz über Twitch und nehmen damit auch Spiele auf. Und ich habe ja auch in meiner Kunde habe ich auch sehr viele Abonnenten, die ich selbst abonniert habe. Da besitzen viele nicht mal PC, sondern wirklich im größten Teil nur PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360. Und naja, die werden sich alle sich da eine Capture-Card drin geknallt haben und damit machen sie die Aufnahmen auf, sag ich mal. Denke ich mal, die kann jeder selber kriegen, sag ich mal. Und wenn jeder eine Konsole hat, sag ich mal, eine Xbox 360 und eine Xbox One, der kann sich mal ganz gemütlich für 70 Euro sich eine Capture-Card gucken, sich im Computer über Google im LAN sich Tutorials angucken über YouTube, wie die ganzen Sachen funktionieren. Und dann würde schon denken, irgendwann klappen, sag ich mal, deshalb los. Diese Capture Card gucken, die irgendwie dann anschließen an der Xbox, den verkabeln und dann kannst du da schon praktisch aufnehmen und den Netz hinstellen. Ich denke mal, wenn man schon keinen Computer besitzt, der nicht mal die Hardware hat, um irgendwelche Spiele zu spielen oder aufzunehmen, dann wird da echt mal anfangen, mit der Konsole mal anzufangen. Sag mal, ich besitze keine Konsole, ich möchte auch damit auch gar nicht erst anfangen und ja, versucht das mal. Also ich spreche eine bestimmte Person an, Alter, guckt dir mal so eine Capture-Card von der Xbox One und da kannst du zum Beispiel dann dein Light kannst du dann zum Beispiel als Let's Play machen und dann kannst du das im Netz reinstellen. Gut, wie schnell deine Leitung ist, weiß ich nicht. Muss dem irgendwann mal was sagen. Die Fresse da hinten, ich mach dir einen Flop. Ja, und bei mir ist es halt so, Konsole ist bei mir ein No-Go, also auf keinen Fall. Also, ich hab bei mir einen Computer und das damals war mein erstes Video, damals war Battlefield, bei Wäscherei, das war, weiß ich nicht, das muss Bad Company gewesen sein, weiß ich nicht mehr. Und wenn du in einer Sache jetzt hängen geblieben würde, auf dem Computer ist es halt ein bisschen einfach, du hast mehr Bearbeitungsmöglichkeiten, weil auch wenn du eine Xbox One hast und eine Capture Card und die Sachen öffnest, musst du ja auch mit dem Computer das rendern, weil das bringt ja nicht, wenn du da noch keinen Computer hast und wenn du da keine Hardware hast, halt da, die das auch nicht ist, natürlich schon. Scheiße, sei mal, weil dann wieder nicht bringt, ey. Also, ja, manche stecken einfach in der Scheiße und kriegen einfach nicht gebacken. Und ja, mit dem Computer hast du einfach mal ein bisschen mehr Möglichkeiten. Also, du hast auch die Games und die Aufnahmeprogramme, du hast viele Schnittprogramme, die du bearbeiten kannst mit den Videos und das läuft einfach mal, sag ich mal. Und das kannst du so mit einer Konsole kriegst du das nicht hin. Von der Konsole die Spiele auch aufnehmen brauchst, aber dafür wäre den Computer, damit kannst du dann die Videos auch durchschneiden, wenn du da eine PlayStation 4 Aufnahme hast oder ein Xbox Game, weil das Spiel ist ja scheiße, ja, von Minecraft hin bis hin zum Aqua Wirtschaftssimulator bis hin zu Z, bis zum Zigeuner Park Simulator, ich meine, das ist scheiße, ja, das Spiel spielt keine Rolle, das ist scheiße, ja, nee, und ja, schon wieder total vom Thema abgeschweift. Wozu mache ich YouTube? Erstmal, weil es Spaß macht. Weil es Spaß macht, die Leute zu unterhalten, die Leute zu inspirieren. Weil viele Leute haben nicht die Möglichkeit, Spiele auf dem Computer zu spielen, weil sie nicht die Hardware vor Ort haben. Und ja, macht einfach Spaß, die Leute zu unterhalten, zu inspirieren und ja, dass die Leute sich einfach mal Spiele angucken, die sie selber nicht spielen können. Sagen wir mal so ein Beispiel ein Spiel, nehmen wir zum Beispiel für morgen, ich habe mir zum Beispiel für die Closet Alpha for Bonoa Animal von Ubisoft und Leute, die keinen Computer besitzen oder Computer besitzen, aber wie gesagt, nicht die Hardware haben, mache ich von dem Spiel halt auch ein Video und wenn jemand interessiert, oh ja, das Spiel haut mich richtig vom Hocker, das Spiel interessiert mich wie Sau, ich habe Trailer gesehen, Gameplay gesehen, das interessiert mich wie Sau, kann es aber leider nicht spielen, weil ich den PC nicht habe und keine Konsole habe, kann nur über
ein Tablet gucken oder über ein Handy. Ja, jetzt in meinem Account auch viele Sachen, die über ein Handy gucken, dann über ein Tablet, und da ist nicht mal die größte Wiedergabe am Computer auf meinem Account. Das ist total viel. Das zeige ich euch mal. Blende ich euch mal hier ein. Hier seht ihr die Statistik. Ja, und das ist schon der krasse Wahnsinn, wie meine Videos geguckt werden, auf welchen Plattformen. Also das ist schon echt krass, ey. Also PC, Computer, Tablet und Handy und andere Sachen. Ja, und das ist schon echt eine geile Sache. Macht einfach Spaß, und die Leute einfach mal zu unterhalten. Ich mache nicht nur Gaming-Scheiß, ich mache auch so ab und zu mal auch mal so hobbymäßig Bowling-Videos, Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel Tierpark oder Hardware-Unboxing, Computersachen-Unboxing, Spiele-Unboxing, neu erscheinende Spiele-Unboxing. Ja, und wie gesagt, gut Silvester-Videos, und macht einfach Spaß und läuft, das will man einfach nicht missen und wird einfach weitergeführt. Wenn man jetzt sagt, ey, nee, ich hab überhaupt ja keinen Bock mehr, ey, gut, dann löscht man seinen Account und das war dann. Also von meiner Erfahrung ist es für mich hobbymäßig voll in Ordnung, das nicht berufmäßig würde ich irgendwie nicht machen wollen, weil das ist einfach mal zu viel Hektik, weil das sieht ja bei vielen anderen, die da 1 Million Abonnenten haben, das ist nur Hektik pur und das muss nicht sein. Nö, so wie bei mir ist, bin ich zufrieden und ich kann auch so bleiben und da ist nicht Chance mehr zu setzen. Ja, das wär's eigentlich schon, und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Vlog wieder, wo, muss ich mal gucken, weil das ist auch eine geile Umgebung. Die ist nämlich auch ganz spritzig hier, die Umgebung. Läuft auf jeden Fall. Und wenn ihr noch auf jeden Fall weitere Fragen habt über YouTube, einfach mal fragen. Ich beantworte jede Frage und würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.